Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Weltmeisterschaft ist ja eines der größten Dinge, die du ja im Fußball erreichen kannst, ein Turnier spielen kannst, und von daher ist die Vorfreude sehr groß. Wie auch nicht. Schließlich ist Svenja Huth mittlerweile Vizekapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die sie sehr gerne wahrnimmt, und natürlich auch eine besondere Wertschätzung der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Auf dem Platz habe ich eh schon immer alles gegeben, egal ob im Verein oder der Nationalmannschaft. Da wird sich für mich nichts verändern, aber natürlich hast du außerhalb des Platzes jetzt vielleicht so ja, ein, zwei Aufgaben mehr. Du bist Ansprechpartnerin, gerade für unsere jungen Spielerinnen, und ja, von daher macht das natürlich auch sehr viel Spaß. Zur WM nach Frankreich fährt Svenja Huth voller Zuversicht, auch weil die Testspiele gegen den Gastgeber und gegen Schweden durchaus Mut gemacht haben. Wir haben es jetzt auch in den Länderspielen gesehen. Wir haben bisher ordentlichen Fußball gezeigt, wissen aber auch noch, dass wir Luft nach oben haben, und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Der gute Weg, vielleicht endet er ja im Juli im Finale in Paris. Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen, als Einzelspielerin, aber auch als Mannschaft. Aber wenn wir unser Potenzial anrufen, haben wir natürlich auch große Titelchancen. Ich glaube, dass USA auch schon in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr starker Gegner war und ist. Und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr wieder ein sehr starker Gegner sein werden. Aber auch europäische Nationen wie Frankreich, Holland, amtierender Europameister, England sind natürlich mittlerweile auch sehr, sehr gute Nationen, die sich sehr gut weiterentwickelt haben. Und von daher gibt es natürlich da mehrere Nationen, die sehr stark sind. Aber Deutschland zählt auch dazu. Frankreich für Svenja Huth die ideale Bühne im Sommer für ein Fußballmärchen. Unser Stadion in Frankreich war ausverkauft, man hat eine unglaubliche Euphorie gespürt. Wir haben uns sogar schon das Stadion angeschaut, wo wir unser erstes WM-Spiel haben werden. Und es wurde schon Werbung gemacht, und ich glaube, dass dort eine sehr, sehr schöne und gute Atmosphäre sein wird. Der Olympiasiegerin von Rio fehlt noch der ganz große Wurf mit der A-Nationalmannschaft. Beim EM-Titel 2013 stand sie nur im Kader, aber nicht auf dem Platz. Das soll sich jetzt ändern. Ihr erstes Länderspiel absolvierte Svenja Huth im Herbst 2011. Ja, ich hatte die Einladung bekommen, ohne Vorankündigung. Das Gute damals war, dass ich schon einige Spielerinnen aus Frankfurt kannte, Birgit Prinz, Kerstin Garefrekes. Von daher kannte ich da schon einige Spielerinnen, die natürlich den Einstieg dann auch mir erleichtert haben. Aber es war natürlich ein sehr aufregendes Erlebnis. Ihr erstes Tor ist noch gar nicht so lange her, und es war ein ganz besonderes. Das war sogar ein Flugkopfball gegen Slowenien in der WM-Quali zum 1-0. Und das war natürlich in Deutschland, und es war ein sehr schönes Gefühl, sehr viel Emotionen, und hat mich und die Mannschaft gefreut. Tore erhoffen sich nicht nur die Turbine-Fans von der schnellen Offensivspielerin in Frankreich. Aber ihre Stärken reichen noch weit über den bloßen Torabschluss hinaus. Na, erstmal ganz klar ihre Einsatzbereitschaft, ihr unbändiger Siegeswille von der ersten Minute bis zum Ende des Spiels. Egal wie lange das Spiel dauert, ob es nachher auch in der WM über die Verlängerung geht oder ins Elfmeterschießen. Dann natürlich ihre technische Klasse. Es verspringen kaum Bälle. Sie ist sehr, sehr flink auf den Beinen, kann im 1 gegen 1 viele Situationen lösen. Und sie hat ein richtig gutes Passspiel, wo man im Kombinationsspiel auch gegen tiefstehende Gegner auch sehr gut mit ihr durchspielen kann. Spielen die deutschen Damen eine erfolgreiche WM, kann das Turnier ganz schön lang werden. Wie lenkt sich die Nationalspielerin zwischendurch ab? Natürlich immer mit meiner Familie telefonieren. Und ansonsten verstehen wir uns innerhalb der Mannschaft sehr gut und haben natürlich auch andere Themen außerhalb des Fußballs, über die wir quatschen können, um uns da auch zwischenzeitlich mal auf andere Gedanken zu bringen. Und ich glaube, dass das dann auch immer ein ganz guter Ausgleich ist. Svenja Huth ist bei Turbine Potsdam zur Topspielerin und DFB-Vizekapitänin gereift. Für den Erfolg des Teams in Frankreich sieht sie sich mitverantwortlich. Ich glaube, es gibt als Fußballer oder als Fußballspielerin, egal in welcher Sportart auch, nichts Schöneres, als das eigene Land zu vertreten und für das eigene Land zu spielen. Und von daher
war es schon immer was Besonderes und wird auch immer was Besonderes bleiben. Und gerade wenn jetzt so ein großes Turnier ansteht und man das eigene Land vertritt, das ist ja eine große Ehre. Und ich glaube und ich weiß auch, dass alle Spielerinnen, die zur Nationalmannschaft kommen, ja, mit riesiger Vorfreude und mit großem Stolz auch das Land vertreten.